Ja, was war drin? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Und natürlich gab es früher keine Computer, als ich zur Schule ging. Das ist ja in den 60er Jahren gewesen. Natürlich gab es da schon Computer. Die Leute, die dann zum Mond geflogen sind, die hatten ja auch Computer an Bord, aber wahrscheinlich sind die heutigen Handys tausendmal besser als die Computer, mit denen sie zum Mond geflogen sind. Beziehungsweise sind ja mit der Rakete zum Mond geflogen, aber die Kommunikation und so weiter, das war ja alles dann mit, ja, das ist sehr steinzige. So, wie machen wir denn jetzt dann Diamantspitzhacke? Machen wir noch mal eine Diamantspitzhacke. Um da unten alles wegzuhacken. Ja, bauen tut man natürlich hier, ist doch klar. Ja, die sehen auch anders aus. Bisschen schicker, die Diamanten. Das tue ich mal oben hin. So, dann gehen wir mal und buddeln uns mal so ein bisschen da durch, dass ich mal sehe, wie groß das Ganze dann wird. So, wir hatten ja unten auch eine Tür. Da ist sie, genau. So. Ja, hier kam dann Küche hin. Hier ist ja noch ein bisschen toter Raum. Da könnten wir ja dann so ein bisschen Pflanzen reinmachen oder auch hier vielleicht so eine. Oh, was weiß ich, irgendwas halt. So, dann machen wir hier mal weg. Dann werde ich erstmal hier gucken, wo ich denn den Eingang hinsetze. Also machen wir den Eingang zum Bad doch durchaus hier hin. Genau, hier haben wir ja noch das Schwimmbecken, wenn man so will. Ah, da muss ich dann direkt mal sehen, wie wir das machen. Hier muss auf jeden Fall so ein Weg rumgehen, das ist klar. Wie könnte man dann so eine. Hier muss auf jeden Fall eine Tür rein, auch das. So, dann müssen wir Licht haben. Das heißt, wir könnten zum Beispiel das ganz edel machen hier, das Schwimmbecken, indem wir das Ganze mit. Wie weit geht denn das überhaupt nach hinten hier? Ich glaube, das hier ist es noch so groß. Indem wir das mit Glowstone machen. Kohle sogar im Schwimmbecken. Ach was. So. Indem wir das mit Glowstone machen und mit Lapis. Das sieht sicher toll aus. Haben wir ja auch bei dem großen Eingang da, bei dem neuen Haupteingang zu unserem Berg gemacht. So, da wollen wir erstmal hier. Da kommt der Eingang hin. Das kann weg. Das kann auch weg. Hier kommt die Wand hin. Da machen wir durchaus dann hier so Steinziegel, das ist ja in Ordnung für unterirdisch. Machen das dann hier ein bisschen schmaler, wollte ich sagen. Jetzt habe ich hier schon was da reingedonnert. Abgebaut. So. Hier hinten, ja. Machen wir noch ein bisschen höher die ganze Veranstaltung hier, dass wir da 3 Meter hoch sind. Und da oben kommt dann eine schöne Decke hin. Die können wir also aus Lapis machen, aber natürlich nicht alles, um Gottes Willen. Das ist ein bisschen viel. Aber so eine Steinziegelkram mit Lapis und Glowstone schwebt mir da so vor. Da könnte man auch zum Teil das Wasser dann unterirdisch beleuchten mit Lapis. Quatsch. Lapis leuchtet ja nicht. Mit Glowstone.
Und man könnte auch, wenn man nicht genug Lapis hat, für das Becken könnte man das natürlich auch aus Wolle machen. Oder aus blauem, gibt es sowas, blauen Lehm? Muss ich mal gucken, ob man das hinkriegt. Blauen Lehm. So, wie tief machen wir das? Becken hier. Ja, da können wir als Fußboden, müssen wir natürlich Holz nehmen. Dürfen wir kein Holz nehmen. Das läuft hier dann an und vergammelt, wenn das lange mit Wasser in Berührung ist hier. Wer hat denn schon einen Holzboden in seinem Bad? Was haben wir denn da oben? Ah, das ist der Fußweg schon. Okay, da kommt dann also die Decke hin. Das ist der Fußweg. Das heißt, wir kommen gleich. Erstmal nehme ich die ganze Kohle mit hier. So, wie lange bin ich schon auf? Ich muss mal das Fenster ein bisschen verschieben. 46 Minuten. Okay, wir werden heute auch wahrscheinlich wieder so 2 Stunden aufnehmen. Das da links für Fehler. Und hier rechts war auch gerade so einer. Immer mal wieder kommt das hoch. So ein paar Fehler. So, da werde ich hier mal Cobblestone reinpacken. Und dann machen wir den Weg durchaus jetzt 2 breit. Das können wir also so lassen. Hier dann den Weg und hier den Weg. Und da den Weg, dann kann das also mal weg. So, wie tief machen wir das Becken? Das ist jetzt zum Teil 3 Meter. Wir wollen ja richtig schwimmen, das heißt, es sollte dann schon 2 Meter tief sein. Hier unten werden wir also den Boden dann hinpacken. Uiuiui. So, dann muss ich natürlich dann das so machen. Du kommst noch weg. So. Alles klar. So. Hier kommt dann noch eine Wand hin, oder? Lassen wir das so als Ecke. Ich glaube, wir lassen das so als Ecke. Wir müssen also hier noch ein Tor reinmachen, eine Tür. Dazu brauche ich dann diese Steinziegel in größeren Mengen. Hallo. So, dankeschön. Hellblaue Wolle oder dunkelblaue? Oder wie ist das mit blauem? Ja, könnt blau, also wir brauchen erstmal Glowstone natürlich zur Beleuchtung. Dann hellblaue oder dunkelblaue Wolle. Das haben wir ja eigentlich genug Wolle. So, wie ist das mit blauem Lehm? Kann man das eigentlich machen? Wie färbt man Lehm? Erze, dann nehmen wir mal Lapis. So viel haben wir da auch gar nicht mehr von. Doch, haben wir noch Blöcke, da können wir noch ein bisschen was ausquetschen. So, machen wir das. Blau gefärbter Lehm, tatsächlich. Wie sieht der denn aus? Der ist irgendwie, den gucke ich mir mal an hier.
Wenn das blau ist, dann bin ich der Kaiser von China. Das ist lila. Frage ich mich dann mal, wie der lila gefärbte Lehm aussieht. Okay, tun wir das mal hier rein. Das ist dann nicht so gut. Also nehmen wir doch die Wolle. No. Für das Schwimmbecken. Hellblaue Wolle ist schon okay. Das ist wunderbar. Farben. Dann nehmen wir mal Farben. Nehmen wir mal Blau. Wir haben doch hier so etliches an. Knochenmehl inzwischen. Dann machen wir uns noch ein bisschen was Hellblau. So. Und färben damit ein bisschen Wolle noch. Denn wir brauchen wahrscheinlich eine ganze Menge hellblaue Wolle. So, macht man das auch so im Karree oder wie ging das? Ist es schon wieder dunkel? Ach du Scheiße. Entschuldigung. Ha, sowas sagt man nicht.